Herzlich willkommen zu Part 4 von Let's Play The Sims 4 City Life Challenge. Wir sind hier wieder zurück mit unserer lieben Kiana. Und was ist im letzten Part passiert? Wir haben gestruggelt. Wir haben sehr gestruggelt. Wir haben unseren Nachbar kennengelernt, Kengo. Er ist ein super cooler Dude. Wir haben ihn umgestylt. Erstmal betrachten wir jetzt unsere wundervolle... Oh nein, ich bin rausgeglitscht. Unsere wundervolle, stinkige Kiana. Also dieses Apartment zerfällt wirklich in... Ekelhaftigkeit. Also Kiana stinkt, hier sind Mäuse überall, das Rohr verliert Wasser und da laufen Käfer oder sowas. Da steht vergammeltes Essen. Ja, es ist einfach toll, denn morgen beginnt einfach grandios mal wieder hier im Hause Loha. Aber, Leute, ich war wieder ein bisschen dumm, so wie wir das von mir kennen. Denn, ihr habt mir geschrieben, Nina, du kannst den Verkaufstisch in der Welt platzieren, wenn du auf in der Welt platzieren drückst. Ihr wisst, manchmal ist mein Gehirn einfach nicht vorhanden, verabschiedet sich einfach. Und das ist auch im letzten Part passiert. Dann habt ihr mir noch geschrieben, dass man in den Mülltonnen dann wühlen kann, wenn man da auch was reingemacht hat. Also wenn wir jetzt irgendwie hier so Teller haben, wie diese hier, das eignet sich ganz wunderbar. Die räumen wir nämlich jetzt nicht auf, sondern wir tun sie in unser Inventar. Das lässt sie sich jetzt erstmal dann voll eklig fühlen. Aber das ist hinterher dann gut, weil wir das dann unten in die Müllkisten schmeißen können. Und dann können wir da wühlen und finden dann hoffentlich so ein paar Sachen, die uns eventuell Geld bringen. Nee, du isst kein Joghurt. Weil ich finde die Snacks, das ist für mich immer so ein bisschen Cheaten irgendwie. Das hat man mit Katie auch schon. Sie kocht jetzt ein bisschen Gartensalat. Ich glaube, das ist das günstigste. Grillkäse können wir... Oh, Bohnenkäsebrot. Burrito ist super günstig. Ja, dann machen wir doch mal eine Einzelportion Bohnenkäse-Burrito. I love it. Okay, vielleicht müssen wir dem Vermieter doch mal Bescheid sagen, weil hier häufen sich die Missstände in diesem Haushalt. Natürlich, was denn? Oh no! No, muss das in eine Mikrowelle? Ja gut, dann kochen wir doch den Salat. Oh mein Gott. Und geben dafür fast unser letztes Geld aus. Diesen Tonklumpen könnten wir theoretisch verkaufen. Kriegen wir dafür Geld? Warum? Dieses Objekt gehört Kiana nicht. Oh mein Gott. Ich hasse mein Leben. So, Kiana, tu es. Bereite es zu. Nein! Form den Klumpen. Und dann setz den Gartensalat fort. Iss deine Erbsen. Iss einfach. Wir haben ja jetzt genug Geld ausgegeben. Oh, wir haben noch so eine Zeitkapsel. Die können wir noch öffnen. Ja gut, Buddy. Dich brauchen wir aber leider jetzt überhaupt nicht. Deswegen müssen wir dich verkaufen. I'm sorry. Okay, so können wir... Wir kriegen da 150 Simoleons für. Wir haben kein Geld dafür bekommen. Wie sad ist das denn? Naja, egal. Dann waschen wir uns mal ganz kurz die Hände und putzen uns die Zähne, damit wir da vielleicht ein bisschen Sauberkeit bekommen. Sie möchte einen Sandsack kaufen. Kerner, Prioritäten. Prioritäten. Du hast nicht mal eine Dusche. Und wünsch dir... einen Sandsack zu kaufen. Wir versuchen das selber zu vernichten, weil sie möchte natürlich nicht, dass ihr Vermieter sieht, wie sie ihr Haus, weil sie Angst hat, dass sie sonst rausgeschmissen wird. Und hofft einfach, dass sie jetzt die Kakerlaken so eliminieren kann. Praktische Heldin, weil Apartmentprobleme erfolgreich behoben hat. Sehr cool. Okay, Kiana, bist du bereit für deine tägliche Runde durch Sanmaishuno, Schneekugeln suchen, Poster nehmen... Also, wir haben diese Schneekugel, 20 Simoleons. Ihr habt mir auch geschrieben, Nina, es wäre voll cool, wenn wir die Sammlung mit den Schneekugeln vervollständigen. Das können wir auf jeden Fall auch machen. Aber gerade sind wir einfach noch auf das Geld angewiesen. Deswegen müssen wir die leider gerade noch verkaufen. Aber später auf jeden Fall. Geil, wir haben endlich wieder ein bisschen Geld. Und hier haben wir noch ein Poster. Noch ein 120 Simoleons Poster. I love it. Okay, hier haben wir den Mülleimer. Da ist tatsächlich jetzt was drin. Yes. Okay. Let's wühl in the Mülleimer. Ich hatte niemals gedacht, dass ich mich mal darüber freue, im Müll wühlen zu dürfen. Also das ist schon, wir sind schon ganz tief angekommen. Hallo Nachbar, ich langweile mich. Hast du Lust, ein bisschen abzuhängen? Wir könnten ein bisschen quatschen. Wer hat das gefragt? Oh, Kengo, sorry, ich bin jetzt gerade nicht zu Hause. Ich habe gerade zu tun. Oh, hast du was gefunden? Du hast nichts gefunden? Fühl nochmal. Wir haben ein Spekonium gefunden für 25 Simoleons. Yay. Okay, kein frischer Müll zum Müll zum Durchwühlen. Aber hier sind doch noch mehr Mülltonnen. Da. Kein frischer Müll. Okay. Aber ich würde den Müll gerne in so einen Müllcontainer schmeißen, weil ich habe dann die Hoffnung, dass wir vielleicht nach Möbeln auch wühlen können. Deswegen werden wir jetzt einmal ganz kurz mit ihr auf ein Grundstück gehen, wo ich einen Müllcontainer platziert habe. Und ihr habt mir auch in die Kommentare geschrieben, dass wir auch mal hier in den Park gehen können. Weil da kann man ja auch Sachen
aufbuddeln und sowas. Und das ist sehr schlau, sehr weise von euch. Das werden wir auf jeden Fall gleich machen. Aber als allererstes gehen wir jetzt einfach mal. Wir gehen zum Fitnessstudio, weil dann können wir nämlich da duschen. Zwei Fliegen mit einer Klappe. Okidoki and the Shoki. Wer bist denn du? Django. Hi Django, was geht ab? Okay, können wir da wühlen? Können wir nicht? Okay, dann schauen wir jetzt mal, wenn wir jetzt die Müll, die Sachen da reintun, ne? Zack, zack, alles weg, 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 weg. Können wir da? Yes, we can. Wonderful. Okay, wir können erstmal hier noch das Spekonium verkaufen. Und dann wühlen wir mal nach Einrichtung. Oh mein Gott, wenn wir da jetzt wirklich Einrichtung drin finden, ich bin einfach begeistert, Leute. Mein Leben hat dann endlich wieder einen Sinn. Let's go, Kiana. Let's go. Sorry übrigens, dass ich so ein bisschen vorspule ab und zu, aber sonst dauert mir das einfach zu lange. Okay. Und? Hast du was? Kiana hat folgendes. Einen Fernseher? Kiana hat einen Kinderfernseher gefunden. Allerdings ist der Zustand des Gegenstands fraglich. Das macht nichts. Oh mein Gott. Und was wünscht sie sich hier noch? Eine Waschmaschine kaufen. Ja, same girl. Können wir nochmal? Okay, wir wühlen nochmal. Alter, was? Wir haben noch einen Fernseher gefunden. Ist das Cheaten? Theoretisch ja nicht, oder? Ich meine, ich kann ja nichts dafür. Sie hat einen Farbstoff gefunden. Sehr cool. Yay, jetzt haben wir schon Orange und Blau. Wir können nochmal wühlen. Oh mein Gott, das ist ja wunderbar. Also, sie hat Recyclingmaterial gefunden. Geil, weil ihr habt mir nämlich auch geschrieben, dass ich nur eine Sache von den beiden Sachen brauche. Und dass wir ja auch noch hier in Sanmai-Shuno so einen Kreativitätsmarktplatz quasi platzieren können, wie es den in Evergreen Harbor gibt. Also, dass sie da so eine Staffelei haben und eben diesen Aufbereiter und so, dass man das halt da alles machen kann, weil Kiana muss das ja nicht alles selber kaufen. Da habt ihr auch absolut recht. Und ich glaube, das wäre ziemlich cool, wenn wir hier noch so einen Platz hätten. Es war erfolgreich. Erfolgreich wie sonst was. Wir haben einfach einen Fernseher gefunden. Und jetzt gehen wir mal eben hier schnell noch in die Dusche, damit sie dann nicht mehr ganz so sehr stinkt, weil in Nähe der Familie ist. Wer ist schon wieder hier? Irgendwer von. Ist es Katie? Hi, Katie Girl! Ich weiß auch, dass ich im letzten Part gesagt habe, dass wir, ich glaube, in diesem Part nach Kai und so gucken wollten. Aber das werden wir vermutlich jetzt in diesem Part nicht mehr machen, weil ich mich jetzt noch ein bisschen mehr auf auf Kiana konzentrieren möchte, dass sie so mal ihre Basic-Sachen alle bekommt. Ist es Rocket? Und ist es Malia? Und sie sieht genauso schmutzig aus wie wir. Hallo, unsere ganze Family. Es ist wunderbar. Schön, dass ihr immer alle da seid. Ist Julian auch noch hier irgendwo? Ist es Lysander? Nein, es ist der andere Dude, der die gleiche Frisur hat wie Lysander. Es ist Tyler Haywood. Toll. Und sie trainieren zusammen. Ist er eigentlich auch schon zum Erwachsenen geworden? Er ist. Könnt ihr euch vorstellen, dass die zwei eventuell mal ein Paar gewesen wären? Das hatten wir ja ursprünglich geplant. Voll krass. Aber dem ist nicht so geworden. So, Kiana ist auch mega müde. Wir bewegen uns gleich nach Hause. Ah, guck mal, die Sisters duschen nebeneinander. Es wäre natürlich ultra cool, wenn wir jetzt einen Fernseher hätten. Ich meine, mega unnötig, ich weiß. Aber vielleicht gibt das Kiana so ein bisschen das Gefühl von Normalität, weil sie hatte ja auch einen Fernseher in ihrem Zimmer. So, dann gehen wir mal kurz zu Malia und reden mal ganz kurz mit ihr. Wir können mal einen schmutzigen Witz machen, weil wir beide einfach gerade super schmutzig sind. Beziehungsweise jetzt ist Kiana wieder sauber und plaudern mal ganz kurz mit ihr. Sagen ihr, wie gut es uns geht, damit sie sich keine Gedanken machen muss. Und danach gehen wir nochmal ganz kurz hoch zu Katie und quatschen mit ihr, damit sie sich auch keine Sorgen macht. Und dann ist, glaube ich, gut. Wir machen einen Familienrat. Ich habe übrigens einen Mod installiert. Das hatte mir jemand geschrieben. Es gibt Mods, der diese Nachbarschaftsaktionspläne oder wie die heißen, deaktiviert. Also ich habe den installiert, womit dieses freie Liebe in Kraft tritt. Also dass sie da dann eben die ganze Zeit rumflirten. Und ich habe das installiert, wo die Möbel klauen. Und wo die Papiertüten auf dem Kopf haben, weil ich dachte, das nervt uns ein bisschen. Nee, du machst kein Nickerchen im Müllcontainer. Können wir nochmal? Wir können nochmal wühlen. Ich glaube es nicht. Oh mein Gott, wir haben gerade geduscht. Aber egal. Wir tun es für die Einrichtung. Wir haben eine Badewanne gefunden. Es ist so großartig, Leute. Es ist so großartig. Ich hoffe, ihr seht es nicht als Cheaten an. Aber theoretisch ist es kein Cheaten, weil wir finden das einfach in der Mülltonne. So wie Katie alles im Meer gefunden hat, findet Kiana alles in der Mülltonne. Sie hat ein Bild gefunden. Oh mein Gott, es ist so wundervoll. Und 77 Simoleons. Yes, können wir nochmal wühlen? Einmal noch. Komm. Wir haben eine Toilette gefunden. Wow. Die können wir aber schon mal verkaufen. Das ist sehr cool.
Wir haben noch einen Fernseher gefunden. Okay, also dieses Geschäft mit dem Einrichtung wühlen ist sehr lukrativ. Wir haben 12 Simoleons gefunden. Okay, wir sind zu Hause. Wer ist da mit uns gekommen? Wer bist du? Marcello. Wohnst du auch hier? Sie ist jetzt leider im Flur schon zusammengebrochen. Sie hat es nicht mehr nach Hause geschafft. Aber wir werden uns mal ganz kurz hier die Möbelstücke angucken, die wir gefunden haben. Oh mein Gott. Sie sind einfach so viel wert. Oh mein Gott. Also es ist schon Hardcore-Cheaten, ne? Das ist schon Hardcore-Cheaten, finde ich. Also nicht Cheaten, aber ich meine, der kostet 10.000 Simoleons. Wenn ich den jetzt verkaufe, kriege ich tatsächlich... Ah, wir kriegen 5.000 Simoleons. Was natürlich auch noch viel zu viel ist. Aber die Badewanne werden wir definitiv behalten. Okay, hört mir zu, Leute. Also, wir haben jetzt den einen Fernseher verkauft, weil wir brauchen halt ein bisschen Geld. Jetzt haben wir einen kleinen Puffer. Die Toilette können wir auch verkaufen, weil wir haben eine Toilette. Obwohl, die ist besser, die wir gefunden haben, ne? Können wir die verkaufen und die behalten? Die ist ein bisschen eklig, ein bisschen schäbig, aber... Können wir die theoretisch in einer anderen Farbe machen? Wow! Okay, wir müssen die definitiv sauber machen und so. Und das Babybild können wir einfach behalten, weil wir so sagen könnten, das hätte Jaden uns geschenkt. I don't know. Und den Kinderfernseher behalten wir auch mal, weil vielleicht können wir den irgendwie irgendwem zu Weihnachten schenken oder sowas und dann so sagen, hey, guck mal, was ich dir Schönes geschenkt habe. Ich bin die beste Tante, hahaha. Auch wenn ich nichts habe, ich tue einfach mal so. Und dann vergrößern wir jetzt mal ganz kurz hier das Badezimmer, denn die Badewanne werden wir natürlich auch behalten. Das ersetzt jetzt halt unsere Dusche. Das Klo muss dann mal woanders hin. Warte mal, jetzt müssen wir ganz kurz hier organisieren. Diese Badewanne ist einfach zu groß. Jetzt haben wir halt ein riesengroßes Badezimmer. Aber was soll man machen, wenn man so eine riesen Badewanne hat? Ich finde das halt voll cool, weil Kiana so halt wirklich Sachen hat, womit sie so ein bisschen protzen kann. Wenn dann ihre Familie mal zu Besuch kommt oder so, dann kann sie so sagen, ja, ich habe noch nicht so viele Möbel, aber ich habe so ein bisschen ein paar Schnapper gefunden und konnte mir dann diesen geilen Fernseher kaufen. Zum Beispiel auch, der jetzt halt kaputt ist. Ich glaube, wir kommen um die Geschicklichkeit einfach gar nicht drum herum, weil ich ja eigentlich gesagt habe, dass Katie die Geschicklichkeitsfähigkeit gemastert hat. Und deswegen würde ich das jetzt nicht so gern mit mit Kiana nochmal machen. Aber wir kommen halt nicht drum herum, weil wir müssen Sachen reparieren. Aber ich finde das so auf jeden Fall schon mal super, super cool. Dann haben wir nämlich jetzt noch hier eine Badewanne und haben einen Fernseher und dieses kleine Bild von Jaden. Wir müssen aber mal ganz kurz hier noch den Boden anpassen, damit man sieht, wo das Schlafzimmer endet. Okay, sehr gut. Und dann hoffen wir natürlich, dass wir vielleicht am Sonntag auf dem Flohmarkt irgendwie mal ein Sofa oder sowas finden werden. Oh wow, sie kann nicht mal einen Tag ausschlafen. Jetzt wird sie hier einfach von fucking Fledermäusen gleich angegriffen. Sie möchte... sich bei jemand wüten. Sie möchte bei jemand wüten und toben. Ja, ja, nerv mich nicht. Lass mich in Frieden. So, ich würde aber sagen, dass wir vielleicht nicht direkt hier mit dem Fernseher starten, sondern dass wir mit der Badewanne starten und diese reparieren, weil sonst kriegen wir direkt mal einen Stromschlag und sterben und das wollen wir definitiv nicht. Du kannst es schaffen, diese wunderbare Badewanne herzurichten. Ich finde das richtig cool mit der Einrichtung finden. Also ich finde es ein bisschen übertrieben. Ich finde, die könnten das so ein bisschen runterstellen, was man da findet. Dass man halt wirklich nur so Luxusartikel findet, finde ich schon krass. Andererseits denke ich mir so, die Sachen sind halt alle kaputt. Das heißt, Kiana muss sie alle aufbereiten. Also das ist schon okay. Ich würde aber halt jetzt nicht sagen, dass wir die ganzen Sachen einfach verkaufen können. Also mit dem einen Fernseher, das war jetzt mal okay. Aber ich fände es blöd, wenn wir jetzt jedes Mal, wenn wir in einem Container wühlen, wenn wir da jetzt jedes Mal irgendwie einen Fernseher oder sowas finden würden. Ich würde sagen, wir machen das so. Die Einrichtung, die wir da finden, können wir entweder benutzen oder wir müssen sie löschen. Aber wir dürfen das Geld nicht behalten. Also wir müssen das Geld dann wegcheaten. Aber ich glaube, so ist das eine coole Sache. Geil! Das ist repariert. Jetzt müssen wir es nur noch sauber machen und dann sieht das Ganze richtig cool aus. Kiana! Wow! Ich freue mich für dich. Ich traue mich aber irgendwie noch nicht richtig an den Fernseher. Wir machen erstmal noch die Rohre ganz und danach können wir mal gucken, ob wir den Fernseher reparieren können. Weil ich habe so Angst, dass sie einen Stromschlag bekommt. Oh mein Gott, Katie ruft an und fragt, ob wir rüberkommen möchten. Nee, wir können sie auch gar nicht besuchen, weil wir diese Woche schon mal Lia besucht haben.
Okay, hat sich erledigt. Tschüss. Okay, sehr cool. Sie hat die Rohre auch reparieren können. Wir müssen jetzt leider mal die Mäuse rausrotten, so leid es mir tut. Aber sie geht alle 2 Minuten zu den Mäusen und sagt so, was ist das? Deswegen müssen wir das jetzt leider machen. Es tut mir sehr, sehr leid für die Mäuschen. Nee, Elena, ich habe jetzt keine Zeit. So, und dann gehen wir jetzt das erste Mal unsere Badewanne ausprobieren. Wir werden ein Schaumbad nehmen. Ich freue mich voll für Kiana. Das ist das erste Mal so ein kleiner Erfolg für sie, dass sie jetzt sowas Schönes in ihrer Wohnung hat, was sie genießen kann und endlich halt auch etwas hat, wo sie sich wirklich sauber machen kann und nicht immer ins Fitnessstudio gehen kann, gehen muss. Guckt euch das an. Oh, Girlie, ich freue mich sehr für dich. Aber wir haben ja jetzt ein bisschen Geld. Das heißt, wir können uns jetzt nochmal den Tisch kaufen und dann können wir es nämlich nochmal versuchen, mit dem in der Welt platzieren. Ich glaube, ich möchte den nehmen von Großstadtleben. Den finde ich auch voll cool. Oh, geil. Guck mal, man kann da richtig auswählen, was es dort zu kaufen gibt. Das finde ich ja schön. Okay, was nehmen wir für Kiana? Vielleicht sowas? Obwohl das. Guck mal, das können wir nehmen, weil da ist so ein Anker drauf und so. Das passt ein bisschen so zu Solani. I don't know. So, Dile. Sie wischt jetzt noch eben hier den Boden sauber, damit das nicht so dreckig hier ist und dann können wir einmal hier das wegwerfen. Ich weiß, wir könnten das jetzt noch nach Teilen plündern, aber ich glaube, das passt jetzt erstmal. Wir haben nämlich auch schon 16 Recyclingteile, was ganz cool ist. Theoretisch können wir jetzt, glaube ich, eine Kerze. Ja, wir können eine Kerze herstellen. Dann machen wir das auch eben noch, weil vielleicht können wir die Kerze dann nämlich auch verkaufen. Das wäre doch super cool. Dann versuchen wir das mal. Ich glaube, das ist tatsächlich mein erstes richtiges Mal, dass wir so eine Kerze herstellen. Sonst habe ich das nur in der Review zu Eco Living getestet. Aber ich freue mich da immer, dass wir hier noch neue Sachen ausprobieren können. Irgendwie erlebe ich das Spiel halt nochmal ganz neu. Elena ruft an, aber wir haben jetzt einfach gerade keine Zeit. Vielleicht treffen wir sie ja jetzt auf dem Flur. Jetzt bin ich aber gespannt. Hat die Herstellungsfähigkeit erworben. Mega geil. Kiana Loha startet in das Abenteuer der Herstellung, wenn sie Objekte mit dem Fabrikator oder Kerzen mit dem Kerzenherstellungstisch anfertigt, erhöht sich ihre Herstellungsfähigkeit, verbessere ihre Herstellungsfähigkeit, um weitere Objekte und Kerzenarten freizuschalten. Man kann ja, glaube ich, noch Saft machen. Das kam auch noch mit nachhaltig leben, oder? Das können wir natürlich auch überlegen. Ich habe ja im letzten Disney Legacy Part Peter diesen Blumenshop geholt und fand das ja dann mega cool mit diesem Einzelhandel, weil ich das vorher noch nie gespielt hatte. Und dann hatten einige geschrieben, dass es ja auch mega cool wäre, wenn wir hinterher mit Kiana vielleicht so einen Second-Hand-Shop quasi eröffnen würden, wo wir eben dann so alte Möbel oder sowas aufbereiten und wieder verkaufen, wenn das geht. Ich weiß natürlich nicht, ob das geht, aber das fände ich richtig cool und das würde voll gut zu ihr passen und das wäre noch so Nebenziel, was wir dann auch hätten. Klar, ich habe auch gesagt, ich möchte sie auch studieren lassen, aber wir sehen einfach, wie sich dieses Let's Play entwickelt und dann schauen wir mal, was noch so kommt. Aber wir haben es geschafft. Wir haben die Kerze fertiggestellt. Yay, wie viel würden wir da kriegen? 25 Simoleons. Nicht schlecht. Nicht schlecht. Aber wir gehen dann, nachdem sie ausgerottet hat, einmal hier runter auf den Platz und werden dann hier unseren Verkaufstisch platzieren. Ich wollte auch noch weiter an der Singfähigkeit arbeiten, damit wir da mal performen können. So viele Dinge, die wir noch vorhaben, Leute. Sie möchte auch unbedingt. Sie möchte einen Gartentopf herstellen. Katie ist so eine Übermama, ne? Sie so, wenn du nicht zu mir kommst, dann komm ich eben zu dir. Und jetzt gehen wir einfach. Kiana, ich wollte mir mal dein Apartment anschauen. Und Kiana sagt dann so, nein, Mom, ich habe jetzt keine Zeit. Du kannst sehr gerne mit mir mitkommen. Komm mit. Warte, ich gründe mal eine Gruppe mit ihr. Dann kann sie nämlich mitkommen. Zur Runde hinzufügen. Komm hier hin. Geht zusammen hier unten hin, weil Katie kennt das ja noch von früher, dass man so sich ein bisschen versucht, ein eigenes Leben aufzubauen. Oh mein Gott, sie muss voll dringend pieseln. Darauf habe ich jetzt natürlich nicht geachtet, aber egal. Und jetzt müssten wir das in Welt platzieren können. Yay! Vielen Dank, Leute, für eure Tipps. Okay, dann Inventar anzeigen. Können wir jetzt die Kerze da reinziehen? Können wir die. Ah, schade, die Mütze können wir nicht verkaufen. Das ist natürlich sad. Aber wir können ja jetzt dann die Sachen, die wir noch von zu Hause mitgenommen haben, einmal verkaufen, weil das ist ja dann so ein bisschen realistischer. Und ein gewaltiger irgendwas. Okay. Und dann werden wir jetzt mal das ausstellen und dann einen Verkauf starten. Also ist natürlich jetzt gerade der absolut schlechteste Zeitpunkt, weil wir einfach Hunger, Pipi kalt haben, aber egal.
Vielleicht möchte irgendwer was kaufen. Können wir, hat hier gerade irgendein Shop auf und können wir was zu essen kaufen? Kiana hat sich dann jetzt hier mal so einen Spieß gegönnt und unterhält sich hier mit Angela Scott. Das ist ja auch ganz gut. Dann hat sie nämlich hier noch das an drei verschiedenen Orten neue Sims kennenlernen. Ein bisschen erfüllt, das ist ja auch sehr schön. Aber mit dem Verkauf heute wird das, glaube ich, nichts mehr. Wir müssen den dann einmal abräumen und dann können wir es wieder im Inventar platzieren, weil sie ist einfach zu müde und muss Pipi und sowas. Kiana hat drei der 27 in der Stadt verfügbaren Rezepte kennengelernt. Sehr cool. Oh mein Gott, sie ist schon wieder ohnmächtig geworden. Los, räum den Stand ab und dann können wir den im Inventar platzieren. Oh mein Gott, Elena macht eine Party. Wow! Oh mein Gott, sie hat sich eingepieselt. Oh, es wird immer schlimmer. Katie, Kiana, geh einfach schlafen. Geh einfach ins Bett. So, heute gibt es einen leckeren Salat zum Frühstück. Aber Kianas Welt sieht heute schon viel besser aus. Sie hat gebadet. Sie hat die Mäuse ausgerottet. Und es ist heute alles ein bisschen schöner. Sie braucht ein bisschen Spaß, ein bisschen soziale Interaktion. Denkt auch an Malia. Aber wir werden jetzt das erste Mal versuchen, einen Verkauf zu starten. Auch wenn wir jetzt noch nicht so viele Sachen haben, die wir verkaufen können. Aber wir können ja theoretisch noch. Oh mein Gott. Natürlich regnet es. Natürlich regnet es. Naja, aber es sind trotzdem Leute in der Stadt. Aber wir können noch hier die Kugeln nämlich suchen. Und dann können wir die auch verkaufen. Ich weiß nicht, ob das mit den Postern auch geht. Es ist Julian. Babe, bist du es? Es ist Babe. Es ist Babe Number One. Please stay. Kann ich mir kurz einen Kuss von dir abholen, weil meine soziale. Nein, okay. Was ist das? Ein Kaffee! Letztens ein Vanilletörtchen, jetzt ein Kaffee! Guck mal, Kaffee und Salat. Yum. So, Deli. Und zwar haben wir Bücher zu verkaufen, wir haben Poster zu verkaufen. Geil, wir können sie verkaufen. Geil. Wir haben Schneekugeln zu verkaufen. Wir haben eine breite Masse an Produkten, Leute. Also wer hier nicht kauft, ist selber schuld. Und Straßenverkauf. Warte, Preise erhöhen. Ja, wir machen 25%. Ist zwar ein bisschen teuer, aber macht nichts. Und wir beginnen unseren Straßenverkauf und hoffen, dass hier irgendwer was kaufen möchte. Hallo, hallo. Kommt alle zu Kianas großem Straßenverkauf und kauft Schneekugeln, Kerzen. Kristalle, Tina Tinker, kauf was bei uns. Es hat jemand was gekauft für 19 Simoleons. Yay! Er hat auch noch was gekauft. Yay! Aber ich habe irgendwie das Gefühl, wir kriegen. Ah ne, wir kriegen mehr dafür. Die sind nur 10 Simoleons wert. Wir kriegen 19. Woohoo! Okay, da kommt noch jemand. Willst du auch was kaufen? Ich biete dir. Oh, okay, dann halt nicht, oder doch? Will niemand meine wunderbare Kerze kaufen? Wenn, sonst stelle ich sie mir halt selber in mein Haus, ne? Yay! Er hat die Kugel gekauft. Woohoo! Okay, unser Verkauf ist beendet. Wir können irgendwie nicht die Kerze runternehmen, wenn ich das richtig sehe. Und den Dings auch nicht, den Kristall. Ich weiß nicht, was es ist, aber wir lassen es einfach mal so stehen. Und freuen uns darüber, dass wir ein bisschen was einnehmen konnten. Weil das ist natürlich nicht selbstverständlich. In der Stadt findet das Romantikfestival statt. Yes, Leute, yes. Okay, nimm den Tisch und wir düsen dorthin. Zusammen mit unserem Babyboy, der nicht unser Babyboy ist, weil das würde unsere Situation noch viel schlimmer machen. Du wirst Julian dort treffen. Wunderbar. Julian, hi, Babe. Na, was geht ab? Können wir dich einmal ganz kurz ein bisschen anflirten, damit wir wieder glücklich werden, weil wir gerade nicht Antrag. In Stimmt, man kann hier einen Heiratsantrag machen, aber das werden wir definitiv nicht machen. Aber. Kian hat noch einen Meilenstein abgeschlossen. 12 Freunde haben Level 6 der Charisma-Fähigkeit. Wow, geil. Über gemeinsame Liebesbeziehungen witzeln. Hitze des Augenblicks zum Ausdruck bringen. Ja. Tut es. Sprecht darüber. Sprecht über eure Gefühle, ihr süßen Engel. Ihr süßen Engelchen. Und küsst euch im Regeln. Ja, genau. Mach du mal. Was können wir hier alles noch so machen? Was gibt's hier? Wir können hier malen. Aber dafür müssen wir wahrscheinlich bezahlen. Ja, natürlich müssen wir dafür bezahlen. Hier gibt es nichts umsonst. Aber diesen Tee gibt es umsonst. Den können die jetzt mal zusammen trinken. Das wäre doch was. Und dann können wir hier noch was gleich essen, weil dann lernen wir noch mehr Rezepte kennen. Ist natürlich immer ein bisschen blöd, weil wir jedes Mal Geld ausgeben, aber Queen, wow. Zwei Brillen übereinander trage ich auch immer. This is the look. Wir können die Pflanzen ernten. Ja, Mann. Ja, tu es. Lass Julien jetzt in Ruhe.
Wir treten in die Stapfen unserer, in die Fußstapfen unserer Mutter. Ist das schön. Lilien haben wir gefunden. Noch mehr Lilien. Vielleicht können wir sie auch auf dem Verkaufstisch verkaufen. Toll. Super Sache, Kiana. Ganz toll machst du das. Ich bin stolz auf dich. Okay, und jetzt trinkt ihr dann bitte zusammen diesen Tee. Ich möchte, dass ihr den trinkt. Julian? Willst nicht mit uns trinken? Julian! Ach, da kommt er. Julian braucht auch dringend Umstyling, Leute. Er sieht immer noch ein bisschen zu sehr nach Inselboy aus, obwohl er eigentlich nie... er war früher ein Inselboy. Wir müssen ihn mal ein bisschen mehr nach Cityboy aussehen lassen, glaube ich. So ein bisschen. Machen wir das jetzt noch? Ja, machen wir. I should have known right from the start that you were gonna break my precious heart. I know it's true, love makes you blind. Cause now I see what lies behind the promises they went on and on. But how you coming home only to prove. Okay, Leute, ich habe jetzt eigentlich nur sein Alltagsoutfit verändert und jetzt denkt ihr euch wahrscheinlich, Nina, warum gibst du dem T-Shirt mit so Stormtroopern drauf? Ich habe gesehen, dass Julian ein Geek ist und deswegen dachte ich, wäre das voll cool, wenn er so ein Stormtrooper-Outfit hätte. Und ich habe ihm eine neue Frisur gegeben. Ich finde, die Frisur sieht mega, mega cool aus. Man sieht ja auch immer noch, dass er relativ jung ist und das ist mir auch wichtig. Die sind ja jetzt nicht nur, weil sie offiziell erwachsen sind, auch im Kopf erwachsen, ne? Deswegen, ja, sehen die beide ja noch relativ jung aus, aber ich finde ihn richtig süß und das ist halt so eine kleine Veränderung. Ich mag seine Haare echt gerne. Was daran jetzt genau so ein City-Look ist, weiß ich auch nicht, aber ich finde es schön, es gefällt mir und ich hoffe, dass es Kiana auch gefällt. Wir werden mal sehen, wie sie jetzt reagiert, ob sie ihn abschlecken möchte oder nicht. Aber ich meine, die sind gerade alle so kokett wegen des Festivals, also ich denke, hier will gerade jeder jeden abschlecken. Habt ihr das gesehen? Habt ihr gesehen, wie sie reagiert hat? Och, wie süß. Und sie flirtet jetzt direkt mit ihm. Och, ihr süßen Engel. Komm, schmust mal ein bisschen rum, ihr Süßen. Tut es. Yes. Sie küssen sich leidenschaftlich. Es ist schön. Ich liebe das Romantikfestival. Das ist richtig süß. Sie ist schon wieder ein bisschen müde und ein bisschen hungrig. Deswegen holen wir uns jetzt mal was zu essen. Oh, hier gibt es immer so leckere Sachen. Ich glaube, wir holen uns Ramen, weil alles andere ist ein bisschen teuer. Und ich finde Ramen richtig lecker. Also, ich habe es noch nie gegessen, aber ich stelle es mir sehr lecker vor, weil ich finde, es sieht unfassbar lecker aus. Und Julia bestellt auch mit uns was. Süß. Da ist unser Ramen. Ist es schnell, bevor es jemand wegklaut. Das ist immer so eine Sache hier. Ich würde halt auch voll gerne hier was kaufen, aber ich meine, wir haben gerade ein bisschen Geld, ne? Komm, wir handeln mal und gucken mal, ob wir vielleicht ein bisschen was günstiger bekommen oder so. Du bist ein hartnäckiger Falscher, weißt du was? Ich gebe dir 25% auf alle Sachen auf diesem Tisch. Und was sagst du? Yay! Cool! Oh mein Gott, Girl! What are you doing here? Und was hast du an? Also ich meine, es sieht schön aus, aber du bist irgendwie schon 50 Jahre alt oder so. Katie. Sie kommt auch jeden Tag in die Stadt. Ich finde das so lustig, Leute. Ich finde das so lustig. Also auch ein bisschen aufdringlich, aber ich finde es schon süß von ihr. Ach, man kann hier nur... Ich dachte, man kann hier auch T-Shirts kaufen. Nee, das will ich alles nicht kaufen. Ich will ein T-Shirt. Okay, Festival-Shirt kaufen, Romantik-Shirt tragen. Ja, komm. Es ist voll rausgeschmissenes Geld, ich weiß. Aber Kiana muss auch mal ihr Leben ein bisschen genießen. Sie hat zwar zu Hause keinerlei Möbel, aber sie braucht jetzt dieses Shirt. Und? Zeig. Wow. Steht hier wirklich voll gut. Süß. Okay. Leute, guck mal, eher so. Er so, Pride! Geil. Ja, genau. Das liegt daran, wenn man zu viel Custom Content random installiert hat. Aber wir können ja mal eben schauen, ob hier auch noch irgendwo sondern Stromkästen sind oder Kisten, wo wir Kugeln finden können. Yes! Woohoo! Wir haben noch ein Poster gefunden. Hervorragend! Okay, Kiana ist mega müde. Ich glaube, sie muss jetzt nach Hause.
Wir reden noch mal ganz kurz mit Mom, einfach um sie wieder zu besänftigen. Wir können ja mal Blütenblätter auf sie werfen. Und wir können ihr ja mal sagen, Mom, ich weiß, du machst dir Gedanken, aber du musst wirklich nicht jeden Tag hier aufkreuzen. Mir geht es gut. Und ich habe immer noch Julian hier in der Stadt. Ich bin ja nicht hier alleine. Ich... Und sie so, alles klar, ich werde trotzdem jeden Tag hier auftauchen, egal was du mir sagst. Nein, aber ich kann mir vorstellen, dass Kiana das nicht ganz so gut findet, dass sie ja hier immer wieder auftaucht und immer wieder vor ihr steht und mit Rosenblättern wirft. Und ich glaube, sie reagiert ziemlich gut drauf. Oh, es ist Zeit für ein automatisches Speichern. Was denn das? Mom, ich hab dich wirklich lieb, aber ich verbringe jetzt mein... Ich lebe mein eigenes Leben hier und... Ich habe neue Leute kennengelernt, mit denen ich Zeit verbringen möchte. Ich bin gerade dabei, mein Apartment einzurichten und ich brauche jetzt einfach mal ein bisschen Zeit für mich und es ist ein bisschen Zeit loszulassen. Ich weiß, es fällt dir schwer, aber du weißt, dass Julian immer auf mich aufpasst und Julian so, hi, ich bin auch da. Ach Gott, ich liebe die alle so. Das bedeutet ja nicht, dass Katie überhaupt nicht mehr vorbeikommen soll, aber ich glaube, dass es für Kiana gerade einfach schwierig ist, ihr eigenes Leben aufzubauen, wenn immer irgendwer von der Familie aufkreuzt und sagt, hi. Ist euch mal aufgefallen, dass Ethan noch nicht einmal aufgetaucht ist? Er lässt sie in Ruhe, weil er weiß, was seine Tochter möchte. Und Matthew haben wir ja auch noch nicht gesehen, also ja, richtig cool. Wir können ja mal einmal Ethan anrufen und mit ihm quatschen, sozusagen, was wir sagen. Kannst du Mom vielleicht sagen, dass sie nicht jeden Tag hier aufkreuzen soll? Ich brauche einfach mal ein bisschen meinen Freiraum. Oh. Ich habe vergessen, dass wir schon spät haben. Ethan sagt, was? Ich schlafe. Ruf später nochmal an. Und da er ein Senior ist, braucht er seinen Schlaf. Okay, Leute. Aber da ich schon wieder viel zu viel Aufnahmematerial habe, werde ich den Part jetzt an dieser Stelle beenden. Es war mir eine Ehre mit euch. Kiana beendet den Part mal wieder, indem sie traurig ist. Aber ich glaube, diesmal ist es traurig, weil ihre Mutter wahrscheinlich ein bisschen traurig ist, weil sie ihr so eine kleine Ansage gemacht hat. Aber sie meint es ja wirklich nicht böse. Ich glaube, es wird aber auch Zeit, dass wir vielleicht mal die ganze Familie einladen. Das können wir dann im nächsten oder im übernächsten Part machen. Vielleicht, wenn wir das Apartment so ein bisschen mehr eingerichtet haben, sodass sie was zum Zeigen hat und sagen kann, hey, guck mal, das ist mein Apartment. Habe ich mir alles teuer gekauft. Ich bin dafür auf keinen Fall in Mülltonnen gesprungen. Dann könnt ihr eure Vorschläge auch noch in den Kommentaren da lassen, wie wir das Ganze handhaben sollen. Ich danke euch auf jeden Fall für euer ganzes Feedback und eure ganzen Vorschläge und so. Das ist mega cool, weil dadurch kriege ich so viele Ideen, was wir noch machen können und wo wir uns dran langhangeln können und sowas. Und ja, macht mir mega, mega viel Spaß. Ich hoffe, euch macht es nach wie vor auch so viel Spaß wie mir. Und ja, dann wünsche ich euch noch einen wundervollen Tag. Wir sehen uns dann im nächsten Video wieder. Bis dann. Tschüss!